Peace Leute, willkommen zurück auf den Kanal. Heute gibt es ein ganz besonderes Video. Wie es schon der Titel verrät, drehen wir heute eine Closet-Tour. Also ich zeige euch heute meinen kompletten Kleiderschrank. Ja, ich wollte noch mal ein paar Gedanken dazu sagen, weil es wurde ja schon oft in den Kommentaren, auch schon vor 3 Jahren gefragt, hey, zeig mal deine komplette Sammlung. Und deswegen war für mich immer schwierig sozusagen, wann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, so die Closet-Tour zu drehen oder meine Kollektion so zu zeigen. Aber ich denke, jetzt ist genau der perfekte Zeitpunkt, denn seitdem ich Yara gestartet habe, trage ich halt sehr viel Yara auch im Alltag. Und die neuen Pieces, die kommen auch crazy und ich einfach die Sachen nicht mehr so oft trage und das irgendwie schade ist. So, und deswegen ja, reduziere ich den, behalte die Sachen, die ich wirklich trage, bevor ich den jetzt einfach selle. Ist doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, euch den nochmal so ganz zu zeigen. Ich glaube, das könnte auch ganz interessant sein. Was habe ich jetzt noch, was habe ich nicht? Das wissen vielleicht die wenigsten. Wir machen es einfach so kategoriemäßig. Also erst Jacken, dann würde ich sagen Hosen, Oberteile, Schuhe und Accessories. Fangen wir gleich an. Let's go. Kommen wir zum ersten Piece. Das ist dieser Balenciaga Lederhoodie. Ihr habt den wahrscheinlich schon öfters bei mir gesehen, weil ich den echt, echt super oft anhatte. Also der hat sich definitiv Cost per Wear irgendwo auch ausgezahlt für den stolzen Preis. Ich habe jetzt keine besondere Story zu dem, aber ich rock den aber verdammt oft. Der hält super warm, ist perfekt für den Winter, ist gefüttert und banger Piece. Das ist somit die perfekte Winterjacke. Wir haben hier die Y Project Oversized Padded Shelling Denim. Die habe ich ja schon letztes Mal gezeigt, also ich gehe gar nicht mehr so weit drauf ein. Aber wie gesagt, hält dich den ganzen Winter eigentlich warm. Und die hat einen sehr krassen emotionalen Wert, weil ich die von meiner Freundin bekommen habe. Deswegen liebe ich die Jacke auch. Und ja. Kommen wir zur nächsten Jacke. Wir haben hier eine Per Göttesen Jacke. Die habe ich damals direkt bei Per geordert. Hatte ich tatsächlich kein einziges Mal an. So war dann doch nicht so meins. Bisschen zu furry. Dann habe ich sie zu meinem Bro Cedric gegeben. 65 Garments. Irgendwie keiner gekauft und der hat sie mir jetzt zurückgegeben. Also falls jemand will, here you go. Aber ja, ich dachte, ich zeige die auch mal kurz. So, das hier ist der Scarf Parker von Kiko. Den habe ich tatsächlich von Jokes geholt. Der war da einfach mal random da. Ist ja eine ältere Season, da habe ich zugeschnappt. Checkt immer Jokes, da gibt es manchmal krasse Deals. Hatte den tatsächlich auch noch nicht wirklich an, aber habe jetzt mir auf jeden Fall vorgenommen, den öfters zu rocken. Jetzt wird auch so das Wetter eigentlich perfekt für den. Fabric ist super nice und dieses Scarf-Element ist halt auch sick. So, das ist der schöne Nolan Parker von Kiko. Den habt ihr wahrscheinlich auch schon in einem unserer Videos vielleicht gesehen. Den habe ich tatsächlich sogar 2-mal. Story dazu, ich habe den so lange gesucht. Der ist nie auf den Markt gekommen. Dann habe ich einfach meine falsche Size gekauft. So, und der ist halt viel zu groß. Deswegen gebe ich den in der 50 ab. Habe dann die 46 auch für einen guten Preis gefunden. Super nices Piece. Eins der besondersten, eins der uniquesten Schnitte. So. Also das Pattern Making ist crazy und that's it. Wenn wir von Jacken sprechen, die ich schon öfters besessen habe, ist hier die nächste Jacke, das ist die Rock, auch Kiko. Die hatte ich tatsächlich auch über Jokes noch 2-mal gekauft, obwohl ich sie schon 1-mal hatte. Dann an einen Bro verkauft, die andere auch verkauft. Ist auch was ich jetzt nicht oft getragen habe, aber auf jeden Fall auch besondere Elemente hat und ganz nice to have auf jeden Fall. So, zum nächsten Kiko Piece, das ist die Cocoon Flight Jacket. Die ist auf jeden Fall super unique. Ich habe so einen Schnitt, glaube ich, noch bei keinem anderen Designer gesehen. Tja, die habe ich bei Depop damals gekauft. Ich wollte eigentlich die andere Variante, diese gepaddete Variante in Silber. Aber die ist mir dann über den Weg gelaufen, auch für einen akzeptablen Preis. Und dann habe ich auch nicht Nein gesagt und genau. Und hier ist das perfekte Layering-Piece eigentlich zu der Cocoon. Beziehungsweise ich habe es oft zusammengetragen. Wir haben hier die Murad Zip. Finde ich, passt einfach sehr gut so mit dem Kragen zu der Cocoon. Und Daily Clean kann man eigentlich zu allem tragen. Egal wo, ob du jetzt in der Schule bist oder, keine Ahnung, auf die Met Gala gehst, kannst du die halt rocken. Das ist halt irgendwie sehr geil an der. Kommen wir zu einem sehr underrateden Designer. Wir haben hier die Maximilian Davis Jacket. Die habe ich von meinem Bro, den Inhibitionist, gekoppt. Also Shoutout an Daryl. Ja, ich finde die halt super unique vom Fabric. Ganz viele Riris, Zipper, also sehr hochwertig. Gerade für so einen jungen Designer echt insane. Und der Dude ist ja mittlerweile bei Ferragamo so. Rasiert da eigentlich auch. Ich finde allein durch das Fabric ist die Jacke schon krass. So eine simple Workwear-Jacket mit einem einfach simplen Schnitt, aber das Fabric macht halt den Unterschied und sehr cooles Piece. So, dann zum nächsten underrated Designer. Wir haben hier eine super nice Cosaburo-Jacket. Auch das Fabric ist insane. Wir haben so eine Leinenmischung mit einer richtig nicen Textur. Leider hatte ich die auch nicht so oft an, wie ich es mir erhofft habe. Deswegen, sie ist for sale. Wer die will, schreibt mir einfach. So, das ist der Ria Ventilation Coat. Also erstmal sehr, sehr ungewöhnliches Fabric für so einen Coat. Dann haben wir hier dieses super nice Detail am Back.
Durchlüftet auch gut, perfekt für den Sommer auch. Sehr interessant, hat sich leider auch gar nicht an. Einfach ein bisschen zu viel gekoppt in der Zeit. Das meine ich eben, wenn der Kleiderschrank zu voll wird, werden auch Banger-Pieces einfach vernachlässigt. Deswegen, wenn ihr jemand will, schreibt mir auch gerne einfach. Sehr nice. Ja, hier schon ein Piece, was ihr im letzten Video gesehen habt. Das ist der Autumn Winter 16 Dreifach Layer Hood von By Project. Ist letztens gekauft. Super seltenes Piece. Sehr unique. Wie gesagt, du hast hier drei Schichten. Den perfekten Zwiebellook à la Chill Sander. Und mal sehen, wo das Piece mich in Zukunft hinbegleitet und wo ich es dann rocken werde. Weiter mit den Hosen. Ich starte mit der unbeliebtesten Hose, the most hated, die Balenciaga Bodycon, die Zara Hose. Werdet ihr heute noch ein zweites Mal sehen. Das ist die Acne Denim. Ich hatte die gerade noch vorher an, deswegen auch noch offen, habe meinen Geldbeutel noch drin. Da sieht man schon, das ist so die Everyday-Hose. Ich wurde schon so oft auf die angesprochen oder auf Instagram DM. Was ist das für eine Denim? Das ist auf jeden Fall Acne, die ist von 2021, da habe ich sie im Store gekoppt. Die hat halt diesen perfekten Flair-Cut. Die gibt es so nicht mehr, es gibt ähnliche Hosen bei Acne. Und wenn ihr eine Acne Denim braucht, kauft ihr am besten im Sale. Acne macht geisteskranke Denims und auch der Wash. Crazy. Das ist die erste Kiko-Hose, die ich euch heute zeige. Eine meiner ältesten, das ist die Klee. Iconic-Hose, sag ich mal, von Kiko. Da viele kennen die. Fabric krass. Die war auch wegweisend. Viele so Insta-Brands, die so Kiko ein bisschen kopieren. Hatte ich bei vielen Stylings früher an. Ist mittlerweile leider ein bisschen groß geworden. Bin ein bisschen schlanker geworden. War damals schon ein bisschen groß, immer mit Belt getragen. Und ja, wenn jemand von euch Bock auf die hat, ich wäre bereit, schweren Herzens die abzugeben. DM mich einfach. Ist eine Size 50. So, das ist jetzt die erste beliebte, sag ich mal, Balenciaga-Hose, die wir zeigen. Wir haben hier die Flared Cargo aus der Fall-Winter 23. Wie schon in einem LPU gesagt, das ist ein geisteskranker Schnitt. Ich liebe die Hose. Ripstop, Rich the Kid hatte die jetzt auch an in Florenz und in Mailand beim Styling. Einziges Manko bei der Hose ist tatsächlich nur der Preis. Also der Retail-Preis ist absurd für so eine Hose. Aber man kriegt auf jeden Fall schon was für sein Geld. Man zahlt halt viel fürs Design, für den Cut. Und dafür ist ja Balenciaga dafür. Und nicht perfekte Everyday. Hieß es so. Dann kommen wir zu der perfekten Everyday-Lederhose. Wir haben hier eine Kiko Kostadinov Ria Ventilation Leather Pants. Ich trage die super gern. Was ich bei der wirklich auch perfekt finde, wie bei der Balenciaga, ist der Schnitt. Ich finde die Länge super für eine Lederhose. Die schleift nicht am Boden. Du hast dieses leicht flairte, dieses nice Detail hier. Ja, ich habe die auf jeden Fall auch für einen sehr guten Preis geschossen. Schau dir an Essence, bei Kiko immer Steelhunter sein, weil die Preise mittlerweile auch von Retail sehr, sehr hoch sind. Zur nächsten Kiko-Hose, die auch krasse Memories so für mich hat. Da haben wir einen crazy Fit-Pick damals geschossen. Ich nenne den Fit immer noch den Piraten-Fit. Den hat auch Kiko damals gerepostet. Wir haben hier die Lens-Trousers. Die ist mittlerweile echt rare geworden. Ist halt auch eine ältere Season von Kiko. Das Fabric insane. Also es knittert eigentlich gar nicht. Dieser Flap, super nice. Und die Länge ist super unique. Ich glaube, so eine Hose hat kaum wer. Deswegen echt nice zum Stylen. Kannst du mit Derby stylen, langen Socken oder einfach mit Boots. Und sieht einfach sehr, sehr cool aus. Eine weitere Piratenhose. Hier wieder Kiko. Das ist die Torino Shorts. Mit diesem, sag ich mal, crazy offenen Saum. Gibt mir auf jeden Fall krasse Jack Sparrow Vibe. Kann man immer gut im Sommer rocken mit hohen Boots. Einfach ein Rick Longsleeve und you're ready to go. Und ist ja im Sommer eh so schwierig, sag ich mal, einen uniken Look zu erzielen. Und da finde ich die mega nice. Fabric auch sehr ölig, was ich auch ganz cool finde. Dann eine weitere Kiko Shorts. Wir haben hier die Kreuk, die wird heute auch noch öfters vorkommen. In Navy aus einem super nice Fabric, so eine viskose Mischung. Wir haben hier die Kordeln, diesen Dreiviertelschnitt, finde ich perfekt eigentlich so zu Boots. Und die hatte ich auch in Antwerpen an, damals bei dem Pop-Up von den Jungs. 65 Garments, Runway Garments etc. War eine geile Zeit in Antwerpen und die erinnert mich da immer dran. Und ja, deswegen sehr, sehr stabiles Piece. Zur einzigen Rick Owens Hose hier. Krass eigentlich, dass ich nur noch eine habe. Wir haben hier die Gaff in Leder und das ist für mich auch so ein perfekter Schnitt. Die Gaff, glaube ich, mittlerweile super popular in der Fashion-Szene. Die Leder-Variante sieht man tatsächlich selten. Ich weiß, Patrick hat die auch, sonst keine Ahnung, wer die jetzt noch hat. Das einzige Manko bei der ist so ein bisschen die Länge. Die ist halt ultra lang geschnitten. Ich finde, da muss man immer die passenden Boots tragen, dass man jetzt nicht durch die ganze Stadt schleift und die Hose komplett fickt. Aber mit wirklich fetten Boots auf jeden Fall auch eine geisteskranke Silhouette. Bei Rick E, Hardware mega, Leder immer on top und Rick Stripes. So, das war's jetzt mit den Hosen. Gehen wir weiter zu den Oberteilen. Vorab kann ich gleich sagen, es ist recht überschaubar geworden in meinem Kleiderschrank. Das hat auch den Grund, dass ich viel mittlerweile eigentlich nur noch Yara-Pieces trage und will die ja in diesem Video nicht zeigen. Da können wir auch mal ein explizites Video drüber machen. Aber ich habe auch so ein paar, sag ich mal, Wardrobe-Staples hier und
fange gleich mal mit denen an und zeige euch die. So, dann kommen wir zu meinen Favorite Basics. Das sind Rick Owens Basics. Da werdet ihr auch noch mehr sehen. Hier das erste, das ist ein Longsleeve aus Merino-Wolle, genittet. Super eng, anliegend am Körper, was ich sehr mag und hält sich eigentlich perfekt für den Winter. Ich habe das auch echt viel gerockt. Es hat schon so ein kleines Loch und alles. Ich liebe die. Ich mag auch die Länge. Ich glaube, viele mögen die Länge nicht, aber passt mir eigentlich perfekt und ja, ist so ein Everyday-Piece. Dann eins meiner Classics, also ich sage jetzt schon so Favorite Piece von Basics. Wir haben hier einen Rick Owens Longsleeve. Ich zeige euch jetzt nicht alle, ich habe glaube ich insgesamt 8 Stück von denen gekauft. Immer schön im Sale. Ich liebe den Stoff, ich mag eigentlich alles an denen. Ich trage die echt everyday, so neben den T-Shirts von Yara. Auch gerne unter einem Zipper und mehr habe ich gar nicht zu sagen. Das sind für mich mit die perfekten Longsleeves für den Alltag. So ein weiteres Basic Piece von Rick. Wir haben hier die Rick Owens Tank Tops. Die sind auch aus dieser Forever Line von Rick. Also die kommen jede Season raus, genauso wie die Longsleeves. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, was ich empfehlen würde für die Leute, die noch kein Piece von Rick haben, kauft euch auf jeden Fall erstmal die Longsleeves, weil könnt ihr euch jeden Tag tragen. Ich finde, ist schon spezifischer, aber kann halt auch cool kommen unter einer Jacke oder so oder mal im Sommer. Ist auf jeden Fall auch ein sehr cooles Piece. Dann das erste, sag ich mal, Designer-Piece, was kein Basic ist. Wir haben ein wunderschönes Wetmore Longsleeve mit einem Hood. Ist eigentlich wie ein ganz, ganz dünner Hoodie. Ist von meiner Freundin. Ich share den mit ihr und hat den jetzt auch in Mailand an. Super nice Piece. Du hast hier auf der einen Seite halt den Iconic Titanic Print von Wetmore und dann diesen Split-Optik mit Kiss. Ich finde den vor allem halt nice, weil der halt so super dünnes und so. Hier haben wir jetzt das passende Gegenstück zu der Bodycon Hose. Wir haben hier den Bodycon Sweater mit diesen Rounded Shoulder Pads. Super nice Piece, hatte ich auch echt noch nicht viel an. Vielleicht auch Grund, weil ich den Ende Oktober, glaube ich, gekoppt habe. Und da wurde es einfach viel zu kalt. Also ich habe es versucht, mit denen rauszugehen. Ist keine Empfehlung an der Stelle. Aber jetzt, wenn die wärmeren Tage kommen, will ich es auf jeden Fall auch im Full Look mit den Biker Boots rocken. Und ja, wie schon gesagt, der Full Look ist einfach krass. Und deswegen ist es so der Kaufgrund gewesen. Und ich freue mich darauf, das zu rocken. So, jetzt kommen wir zu einem Special Piece. Das habt ihr auch schon im APU gesehen. Das ist der Double Sleeve Knit von Balenciaga AV20. Hab ja auch schon viel drüber gesprochen. Hatte den echt viel in Paris an. Hab da die Memories zur Fashion Week. Super nice Piece. Sehr versatile in Styling. Kannst du so tragen. Kannst auch unter einer Jacke tragen. Ist wie gesagt kein Scarf. Sehr viele Möglichkeiten, das zu stylen. Deswegen sehr geiles Piece. Kommen wir zur nächsten Kategorie, nämlich den Accessories. Zum ersten Accessory, wir haben den Oversized Belt von der Mud Season von Balenci. Den hatte auch Cardi an. Insanes Piece, gerade so im Outfit nochmal den gewissen Touch zu geben für Styling. Super, super nice. Ja, ich hatte den auch in Wien an. Der ist ein oder das andere Mal auch von der Hose runtergerutscht. Eins meiner Favorite Pieces von Balenciaga. Okay, next up ein weiteres Grail Piece. Wir haben hier die Stag Beanie von Rick aus Kaschmir mit den Goat Fur. Absolut verrücktes Piece. Die hatte auch Bloody in Paris an. Haben wir zusammen einen Pick gemacht. Wir blenden es ein. Das ist auf jeden Fall ein crazy Grail für alle Rick Collector und ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Die Mütze spricht für sich. So, next Rick Piece. Wir haben hier diese crazy Luxor Gloves aus der Autumn Winter 23 in diesem crazy Acid Green. Also der Colorway ist auf jeden Fall insane. Ja, super schöne Gloves. Leider ein bisschen zu klein. Ich dachte, die fallen größer aus. Deswegen würde ich sie auch gehen lassen, weil sie mir einfach schlichtweg ein bisschen zu klein sind. Jeder, der Interesse hat, DM me. Ich habe hier nochmal 2 Kiko Hats. Wir haben die Stratton Beanie, super clean, mit diesem nicen Stripe. Bisschen Farbe noch reinbringen. Und wir haben noch den Saddet Hood, der so aussieht wie so eine Schlafmütze. Hat sich damals in der Tiefgarage so an. Gibt mir einfach kranke Vibes. Keine Ahnung, ob ich das Piece feiere. Ist ein bisschen weird, aber auch geil mit dem Fabric hier. Das ist so ein Towel-Fabric. Super nice und coole Beanies. Oder? So, bevor ich es noch vergesse, was ich noch trage, die Walter Watch, habt ihr im LPU schon gesehen. Kommen wir zu den Schuhen. Da gehe ich jetzt auch ganz schnell durch, weil wir schon mal ein Schuh-Collection-Video gemacht haben, zumindest Boots. Dann fange ich mit meinen Daily Beater an. Das sind die Kiko Essex, die Gel Corica in diesem silbernen Colorway. Super clean. Trage ich einfach gefühlt immer. Genauso den hier, den ich jetzt länger nicht mehr anhatte. Das ist der Prada Spazzolato Derby. Und ihr seht schon, den habe ich mies gebietet. Also Heel Drag ist real. Der fällt schon so ein bisschen auseinander, was ihr hier seht. Auf jeden Fall krass. Aber ja, auch ein Schuh, den ich eine Zeit lang sehr, sehr gefühlt habe und viele Erinnerungen habe. Ja, und dann ein weiterer, die Rickstocks. Legendary Birkenstocks. Ich glaube, jeder kennt die. Sind ja auch crazy im Wert gestiegen. Perfekt für den Sommer. Deswegen hat es die auch länger nicht mehr an. Dann haben wir die neue Errungenschaft. Das sind die Bunny Boots. Die Soloist Bunny Boots. Wollte ich schon immer haben. Ich finde die fast genauso krass wie die Refs. Ich glaube, die Refs haben nochmal so einen emotionaleren Wert, aber crazy Schuh auch. Ihr wisst ja, ich liebe Bike-Schuhe. Dann haben wir hier passendes Pendant noch die Alaska Boots
von Balenciaga. Ich meine, die gehen ja auch so ein bisschen in diesen Bunny-Boot-Vibe. Mega nicer Schuh. Habe ich aber eigentlich vor zu sellen. Wer will, DM. Dann habe ich hier noch meine Tonkin Boots. Auch mega cleaner Everyday-Schuh. Bisschen schwerer reinzukommen manchmal, wenn man keinen Bock hat. Lazy ist aber sonst mega clean und Quality. Leather insane, made in Italy. Also Kiko macht auf jeden Fall qualitativ sehr, sehr hochwertige Footwear.